Ja, nun sind wir beim nächsten Part. Jetzt geht es um Strom. Ja, fangen wir mal ganz klein an. Oder fangen wir ein bisschen mal so an. Strom, wenn der Strom ausfällt, ja, woher kriegen wir den und brauchen wir den überhaupt noch? Ich würde mal sagen, ja. Zwar nicht mehr für eure Handys, für eure Smartphones, denn die werden dann mit Sicherheit auch nicht mehr gehen, denn auch die ganzen Telekom-Unternehmen, die haben auch nur für begrenzte Zeit Strom und dann wird es auch mit Internet und mit Telekommunikation wird es dann auch vorbei sein. Aber ja, wollt ja vielleicht Licht haben und Taschenlampen und so weiter. Und der eine oder andere braucht vielleicht auch den Strom für andere Sachen noch. Und von daher, ja, macht Strom mit Sicherheit Sinn. Fangen wir mal ganz klein an. Da haben wir hier jetzt mal diese kleine Solarzelle. Ja gut, die ist ja fast schon ein Witz, muss man sagen. Die ist zum Wandern gedacht, mehr für die Freizeit, für den Krisenfall, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ja, da ist sie eigentlich nur noch ja, das letzte kleine Helferlein, aber wirklich rausreißen tut es die nicht mehr. Wirklich anfangen tut es dann eigentlich eher bei dieser Größe. Damit kann man dann schon dann auch so ein Ladegerät, das ist da unten ist ein Akkuladegerät, kann man damit betreiben. Damit kann man dann wiederum auch andere Geräte aufladen. Man kann also nicht nur diese Akkus aufladen oder überhaupt Akkus aufladen, nicht nur die da drin sind, sondern auch diese Akkus zum Beispiel. Es gibt dann aber einen Adapter dazu, wo man dann auch diese AAA Batterien aufladen kann und ist eine ganz sinnvolle Sache. Also man kann damit sehr gut seine Taschenlampenbatterien in Betrieb halten. Die nächstgrößere Stufe wäre dann so eine große Solarzelle, 30 Watt hat die und liegt natürlich dann immer am Sonnenstand, am der Jahreszeit, an der Ausrichtung und so weiter, auch am Wetter. Und da ist dann so ein Gerät geeignet dafür. Darüber habe ich auch schon Videos gemacht. Übrigens über diese ganzen Teile hier habe ich schon Videos gemacht. Könnt ihr mal nachschauen bei mir. Das ist jetzt das ältere Gerät. Das hat noch eine normale Bleibatterie drin. Gibt es auch schon als Lithium-Batterie oder als Lithium-Akku. Das Gerät hier wiegt ungefähr 13 Kilo. Das neuere wiegt um die 7 Kilo. Wenn es daheim stationär betrieben wird, spielt das Gewicht überhaupt keine Rolle. Wenn ihr es irgendwo mitnehmen wollt, dann schon eher. Damit kann man ohne weiteres, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich Schlafapnoe hat, kommt man ca. 5 bis 6 Tage ohne es aufzuladen durch. Denn das ist ja auch ein Fakt, an das man ja auch denken muss, an seine Gesundheit. Ja, und mit ihrem Gerät kann man zum Beispiel auch, weil das hat einen Sinus-Converter oder wie heißt das Ding nochmal? Ja, man kann auf jeden Fall auf 230 Volt den Strom umwandeln und da kann man dann zum Beispiel auch einen solchen so ein Akkuladegerät verwenden, indem man das dann einsteckt, damit sind die Akkus natürlich viel schneller geladen. Und ja, je nachdem, wie viel von diesen Solarzellen, das ihr habt, dementsprechend schneller geht es natürlich auch. Funktioniert auch im Winter, wenn ihr wenn die Sonne scheint und ihr es richtig ausrichtet und ihr natürlich dementsprechend viele von diesen Solarzellen habt. Ja, es gibt mittlerweile auch von dieser Firma noch größere
Solarzellen. Es gibt auch andere Firmen, also wie gesagt, auch da von der Firma kriege ich kein Geld. Ich habe allerdings sehr gute Erfahrungen gemacht, mir gefällt die Firma ganz gut. Ja, ist aber euch überlassen. Ich zeige es euch nur einfach als Beispiel. Ja? So, als nächstes haben wir hier solche Akku-Packs, Powerpack oder ja, so Akkus halt, mit denen man ja normalerweise im Normalfall auch Handy laden kann, aber auch andere Geräte. Mit dem Gerät zum Beispiel, es hat sogar noch vorne ein Licht drin, Notbeleuchtung. Mit dem Gerät, das kann auch Autos starten, ob das dann in der Krise gebraucht wird, ja, vielleicht sogar. Man kann angeblich bis zu 20 Mal Auto starten, sowie Benziner als auch Diesel. Ich glaube bis zu 4 Liter Benzin oder was, aber das weiß ich nicht genau. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich weiß es nicht, ob ihr das vielleicht schon gesehen habt. Habe ich bloß ein ganz kurzes Video gemacht, weil ich von dem Gerät wirklich begeistert bin, weil da kann man nämlich auch so einen Stecker anschließen, wie eben so Zigarettenanzünderstecker, und da kann man auch, ja, wie gesagt, diverse Geräte mit Zigarettenanzünderstecker betreiben. Ja, das ist also mal so eine kleine Auswahl. Gibt es eigentlich nicht so viel drüber zu sagen, wollte ich euch bloß kurz einmal zeigen, was für Möglichkeiten das es da gibt. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt, und das müsste dann eigentlich der Teil 5 oder der Schritt Nummer 5 sein.